Die sind auch laut, ne? Ähnlich wie beim CSD. Sie machen auf jeden Fall für diejenigen, die sie fahren, irren Spaß, diese Jetskis. Wer auf dem Rhein so ein Ding fahren will, braucht aber einen Bootsführerschein. Die Regeln sind dennoch etwas anders als auf der Straße. Zum Beispiel gibt es für Jetskis keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und so ein TÜV, der getunt ist, aus dem Verkehr zieht, auch nicht. Und so haben die Jetski-Fahrer ihren Spaß, die Anwohner den Lärm. Und beide stehen sich deshalb manchmal auch feindselig und auch schon ratlos gegenüber. Hier an der NATO-Rampe in Niederkassel-Reit treffen sie sich, die Jetski-Fahrer. Auch Gregor und André machen sich fertig zum Jetski-Fahren. Anders als die anderen fahren sie im Stehen. Quasi, man kann es vergleichen wie, das ist Autofahren mit einem Sportwagen und das ist Motorradfahren. So für den Laien mal leicht erklärt. Es ist kurz nach 13 Uhr. Getankt wird an Land. Immer mehr Jetski-Fahrer kommen nun an den Rhein, um das schöne Wetter auszunutzen. Schiebst du rein? Auch nicht. Jetski fahren auf den Binnengewässern ist zum Trend geworden, sagt uns die Wasserrettung der DLRG. Sie nehmen uns mit auf ihr Boot, um näher an die Jetski-Fahrer ranzukommen. Doch keine Chance, die teilweise getunten Wassermotorräder sind einfach zu schnell. Es gibt keine Geschwindigkeitsbeschränkungen und die fahren bis zu 140 km/h, wenn sie entsprechend motorisiert sind. Gut motorisiert fahren die Jungs mit ihren Jetskis sogar ins Fahrwasser der großen Frachtschiffe. Verboten ist das zwar nicht, aber laut André und Gregor auch nicht gefährlich. Die beiden haben ihre Jetskis sogar noch getunt. Kommt drauf an, ob wir viel im kalten oder im warmen Wasser fahren, wie die Außentemperatur ist und so weiter. Und darüber hinaus stellen wir hier ein, wie gut der beschleunigt, ob die Endgeschwindigkeit höher sein soll, der Anzug besser. Endgeschwindigkeit, das interessiert die beiden Bonner nicht. Sie sind regelmäßig hier, um ihre Sprünge zu üben. Das dürfen sie aber nur dort, wo keine Wohngebiete sind. Für viele der Anwohner hört der Spaß auf dem Wasser am Ufer auf. Sie sind genervt und erstatten oft Anzeige gegen die Fahrer. Auch Nico musste für Anzeigen schon viel Geld lassen. Ja, da entsteht dann leider so, ich sag mal, ein Minikrieg, dadurch, dass diese Anwohner gerne dann die Polizei anrufen und dann Anzeige erstatten. Die Polizei muss dem natürlich nachgehen und kommt dann natürlich sehr oft zu uns, kontrolliert uns und gibt natürlich zum Teil auch berechtigt schon mal eine Anzeige, die dann so mit ca. 250 Euro zu Buche schlägt. Wir sind auf der anderen Rheinseite und treffen die, die mit dem Lärm leben müssen. Das ist schon sehr nervig. Gerade im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, sitzt man gerne auf der Terrasse und gerade dann fangen sie an und haben den größten Spaß daran. Es ist eigentlich nicht zulässig hier. Und letztens war die Wasserschutzpolizei hier, die hat auch lange mit denen diskutiert. Aber es gibt auch die anderen, die, für die der Lärm der Jetskis zum Leben am Rhein dazugehört. Wenn man jetzt in Palma, Mallorca am Strand liegt, dann hat man den Lärm auch. Es ist schon so ein bisschen auch Urlaubsfeeling. Ich finde, es gehört dazu. Und wenn man am Rhein lebt, genießt man eigentlich auch die Geräusche auf dem Wasser. André und Gregor sind erst seit 2 Jahren auf dem Jetski unterwegs. Mit der Polizei und den Nachbarn haben sie es sich noch nicht verscherzt. Vielleicht auch deswegen, weil sie zumindest versuchen, sich an die Regeln zu halten. Der Spaß überwiegt natürlich, aber es ist natürlich trotzdem immer zu gucken, dass man selbst Spaß hat, aber auch keinen anderen dabei stört. Die Jetskis sind leer gefahren. Für André und Gregor ist der Tag zu Ende. Aufatmen bei den Anwohnern, denn auf dem Rhein ist ab 20 Uhr absolutes Fahrverbot. Ruhe kehrt ein, zumindest bis zum nächsten Tag.